Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Level Up Video. Man sieht ja, wieder was Schönes bestellt. Es ist wieder eine Sorte da. Und ich denke mir natürlich, wie immer, das muss ich probieren. Denn saure Gummibären hatte man ja schon. Jetzt sind nur Gummibärchen da. Und ich bin gespannt, wie sie diesmal sein wird. Vor allem, wie die schmecken wird. Mich würde es nicht wundern, wenn die genauso schmecken wie diese. Ach nee, saure Gummiwürmer waren das. Und nicht Gummibären. Mich würde es aber trotzdem nicht wundern, wenn die genauso schmecken würden. Schauen wir doch mal nach. So, was haben wir denn? Verpackung. Nix. Nur das. Ich glaube, Level Up sollte ein bisschen was dagegen machen. Egal. So, und das Ding kann man denn für was anderes verwenden. So, was haben wir hier denn? Level Up Gummibomb. Ach, Gummibomb. Ich dachte nur Gummibären nennt sich das. Gut. Da sieht man das dann schon, wie die Sorte aussieht. Wenn die Kamera scharf stellen würde, Dankeschön. Und sie reflektiert auch wieder, was ich. Das sieht echt nicht schlecht aus. Und man merkt es auch sogar. Bin echt sehr, sehr gespannt, wie die schmecken wird. Steht hier auch irgendwas drauf? Ja, Gummibären. Flavor Gummibären, das war's. Wo ist jetzt das, die Seite zum Öffnen? Ach da. So. Und falls euch wundert, warum es davon so ein komisches Geräusch im Hintergrund ist, das ist der 3D-Drucker, der da steht. Der hat jetzt aufgehalten und denkt sich, ich gib mal Gas. So. Immer noch schön dunkel da. Was? Okay. Erstmal schwarzer Löffel. Und zweitens, seht ihr das? Das ist ja witzig, was ist das? Sondern ist diese. Die sehen aus wie diese Zuckerdinger. Und schmecken tatsächlich auch so. Wie diese, was man sich so aufs Eis so drauf machen kann, wisst ihr? Ich habe hier meinen schönen Shaker wieder, den ich nicht angeschlossen habe. Das ändere ich jetzt mal. Das ist das Schöne an den Dingen. Der ist akkubetrieben und man kann ihn jederzeit wieder anschließen. Diese Farbdinger da irritieren so ein bisschen. Und es ist auch so ein bisschen pink. So. Ich bin mal sehr gespannt. Da es nur diesmal nur eine einzige Sorte ist, die wir haben, wird das nicht groß spannend werden. Aber hauen wir doch mal rein. So. Sieht jetzt schon aus wie ein bisschen Pfirsichtee. Meinen kurzen habe ich auch hier. Und sonst so? Geht's euch gut? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich schon. Hatte meine dritte Impfung. Hört auf. Bei dem Thema fängt es sofort an aufzuhören. Gut. Okay. Riecht wirklich wie Pfirsich. Es sieht aus wie Pfirsich und es riecht wie Pfirsich. So sieht das jetzt aus. Das sieht aus wie trüber Apfelsaft.
In den Shake, also in den Elektroshaker sieht es aus wie Pfirsich, er ist richtig Pfirsich und hier sieht es aus jetzt, als wäre es trüber Apfelsaft. Okay. Prost auf euch. Gut, ich weiß nicht, welche Gummibären die meinen. Die danach schmecken sollen. Also es schmeckt ohne Frage, es ist auch fruchtig. Aber ich kann es echt nicht zuordnen. Es schmeckt nicht nach Gummibären. Nö. Nö. Für mich schmeckt es nicht nach Gummibären. Oder ich bin einfach zu doof dafür. Nochmal. Nö. Es schmeckt definitiv für mich nicht nach Gummibären. Schmeckt nach allem, aber nicht nach Gummibären. Oder es gibt eine Gummibärensorte, ausgenommen von Haribo, die ich so nicht kenne, die genau so schmecken. Oh, ich sehe das auch erst jetzt. Dass bei den Teilen die Gummibären Kreuze drauf haben, als wären sie tot. Da, bei denen kann man das eigentlich ganz gut sehen. Wenn die Kamera fokussiert. Das sieht man das. Ne? Okay, das ist witzig. Also, schmecken tut es. Es ist, schmeckt echt auch fruchtig. Aber für mich nicht nach Gummibären. Aber ich kann nicht zuordnen zu was. Ja, steht tatsächlich drin, eine Zuckerstreusel. Die haben da echt Zuckerstreusel reingeschmissen. Kann das sein, dass sie aber auch die Koffeinmenge reduziert haben? Weil hier steht mittlerweile 200 Milligramm pro 8 Gramm. War das nicht vorher noch 250 Milligramm Koffein? Also 50 Gramm mehr? Also 50 Milligramm, nicht 50 Gramm. Naja, ich werde die definitiv trinken. Uns ist sowieso ungefähr jetzt vor kurzem noch eine Sorte leer gegangen. Von daher, ich werde die definitiv weiter trinken. Ich würde sie mir auch mal kaufen. Aber nach Gummibären schmeckt das definitiv nicht. Nein, definitiv nein. Ich würde sagen, hiermit sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Wer weiß, was Level Up beim nächsten Mal rausballert. Ich werde mich freuen. Ich werde es auch besorgen. Sofern ich es auch hinkriege. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao und bleibt gesund.